Moin moin miteinander und herzlich willkommen zu Wasteland 2 Director's Cut. So, wir sind hier im Agrarcenter. Wir haben mitbekommen, was hier Schreckliches vorgefallen ist, dass die Insekten und die Pflanzen mutiert sind, die ganzen Bewohner hier getötet haben oder in irgendwelche komischen Wesen verwandelt haben, die jetzt, ich weiß nicht, explodieren und Leute infizieren und außerdem explodieren auch die Pflanzen und infizieren Leute. Wir haben das sogar mitbekommen. Diese Pflanze hier ist explodiert, als wir uns hinter diesem Auto versteckt haben. Wir sollten also vorsichtig vorangehen. Ja, hier sind die nächsten Pflanzen, wie man sieht. Man kann sie scheinbar anschießen. Vielleicht mal mit einer ganz billigen Munition. Vielleicht willst du mal einen Schuss riskieren? So, ich riskiere meinen Schuss als Leader. Pam pam. Eine Topfpflanze explodiert in einer Masse aus Schleim und Samen. Okay. So, nachladen. Vulture. Du bist der Scout. Geh voran. Ein Fahrrad. Das Gras verschlingt es langsam. So, schön vorsichtig. Diese Lüfter scheinen keinen Strom zu haben. Sie krachen und stöhnen im Wind. So, nicht, dass wir hier von irgendwas überrascht werden. Hier ist eine Truhe. Was war das? Hier haben wir was und da haben wir was. Ein Safe. Huh, Vulture's Cry findet ein Zahlenschloss. Angel, das ist ein Job für dich. Ruh dich mal aus und schau dem Meister zu. Fehlschlag. Naja, Angel, das... Ein Meister macht das anders. Tada! Okay, Munition. Und eine Modifikation. Trefferwahrscheinlichkeit. Das ist natürlich ganz nett. Stacheliges Halsband brauchen wir eigentlich nicht. Teil mal bitte alles aus. So, und dann hatten wir hier noch was. Munition, Eigentum der US-Regierung. Schau mal, was drin ist. Energiezellen und Schrotpatronen. Teil bitte alles aus. Schade. Ich hätte gerne andere Dinge gehabt. So, die Dinger sind ja explodiert. Klammer auf. Hier ist das nochmal. Hier ist... Ja, das... das ist noch ganz. Hier ist auch eins. Der Urwald umschließt und erstickt euch... erstickt euch mit einer feuchtwarmen Umarmung. Obwohl ihr wisst, dass die trockene, braune Landschaft des Ödlands nur knapp 20 Meter hinter euch liegt, fühlt sie sich weit entfernt an. Ihr seid euch nicht sicher, den Weg zurückzufinden, da die Vegetation zu dicht und verworren ist, selbst wenn ihr es wolltet. Ja, die Beschreibungen sind natürlich ein bisschen krass. Hier ist wieder so ein Viech. Da auch und da auch. Er ist ziemlich voll damit, ne?
Ich überlege gerade. Vorhin habe ich es ja weggeschossen. Ja, ich glaube, das ist das Sicherste, ne? Wenn man die Dinger einfach abschießt. So, wie viel Munition haben wir eigentlich? Ich weiß ja nicht, wie viele von den Dingern nicht. Oh. Nicht gut. Nicht gut. 15. 78. 42. 23. 7. Ich habe nicht viel Munition. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir echt nicht. Angela, du hast mehr Munition. Pflanzen machen aus dem Traktor kurzen Prozess. Gewaltig. Es ist der größte Kürbis und er wird mit jeder Sekunde noch größer. Naja, der liegt doch all, das sieht doch alles in dieser Plörre hier, ne? Verklemmt. Seht ihr immer wieder, ne? Dieses Klemmen. Muss ich irgendwas gegen tun? Sie hat echt Pech, was das angeht. Oh. Fliegen, fliegen und... Infizierter Sporenträger. 18 bis 20 Schaden. 3 Rüstung. 60 Hitpoints. Das ist, glaube ich, nicht wenig. Es scheint so, als wenn die Tanks mehrere Dosen eines Fungizid beinhalten, das dazu entworfen wurde, die Seuche im Agrarzentrum zu bekämpfen. Leider wurde es zu spät produziert, um das Agrarzentrum zu retten, aber es könnte noch hilfreich sein. Ich wollte das Ding gerade in die Luft sprengen, aber auf keinen Fall. Ich muss das Ding unbedingt in die Hände kriegen. Dieser bizarre Apparat sieht aus wie eine Kreuzung aus einem Industriesprühgerät und einem Flammenwerfer. Es ist das Wort Herbizid auf der Seite eingekratzt, aber Herbi wurde mit Fungi übermalt. Also Fungizid. Ein Fungizid ist ja ein Pilzvernichtungsmittel. Na gut, sind wir weit genug weg? Ich möchte sie wieder kommen lassen. Wie teilen wir uns auf? Du gehst so, dass du ein Schussfeld hast. 72, 57, okay. Geh mal in die Hocke. 82, das ist gut. So, einmal kurz zwischenspeichern. Nächster Sniper, Sniperin. Geh mal hier hin. Und ebenfalls in die Hocke. So, du als Leader gehst vielleicht mal hier hin. Maddox. Geh mal hier, so an die Seite. Falls die von der Seite kommt, kannst du hier was machen.
So, Kara, geh mal hier hin. Angela, wie ist hier hin? So, habe ich jemanden vergessen? Ja, habe ich nicht. Oh, hier ist noch einer von denen. Okay. Da ist noch einer von denen. So, jeder Treffer zählt, ne? Ich hoffe, ihr wisst das. So, die hocken alle, ne? Jeder Treffer zählt. Wenn ich das hier anschießen würde, könnte das die Fliege vielleicht verletzen, oder? Vielleicht aber auch nicht. Und das war schon mal ein guter Treffer. 60 Hitpoints. 60 Hitpoints ist echt viel. So, die haben sich wieder hier anders umgestellt. Ja, mag ich ja gar nicht, wie die jetzt stehen. Vier Action Points. Er muss ihr aber Platz machen, sonst kann Vulture's Cry hier nicht frei schießen. Das hilft nichts. Mag ich ja gerade überhaupt nicht. Ah, immerhin Treffer. So, Sniperinnen. Boah, habt ihr das gesehen? Alter Schwede. Und er hat die Fliege verletzt. Und wie? Und wie? Alles klar. Das heißt, die möchte ich nicht in meiner Nähe haben, wenn die explodieren. Alter Schwede. Zug beenden. Alle außer Reichweite. Gut. Hinterhalt. Du auch. Hinterhalt, bitte. Das sind alle im Führungsradius, ne? Ja. Du bitte auch Hinterhalt. Und weg ist sie. Sehr schön. Okay, 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 okay. Nein, nein. Wie? Was? Wow. Noch einer! Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ich weiß jetzt nicht, wie groß sein Sprengradius ist, aber... Ich möchte mich aber auch nicht bewegen. Ich möchte ihn so wegbekommen. Okay, feuerfrei. Oh, der hat jetzt so hohe Panzerung. Alter Schwede. Oh, und dann auch noch. Junge, du machst mich verlegen, sagt Angela Death. So. 21 Hits hat er noch. Ah, wir können es uns nicht erlauben. Okay. Das ging gerade mal gut. Sie könnte jetzt die Fliege... Die Fliege wird sich auf keinen Fall bewegen, weil sie ja von da aus schon geschossen hat. Okay. Feuer frei. Angel Black zielt schlecht, deshalb verfehlt die Kugel eine infizierte Riesenfliege. Mist. Okay.
glaube, dieses Viech hier ist fieser. So, du hast noch einen Schuss. Nutz ihn. Sicht blockiert. Hinterhalt. Und Hinterhalt. Vorbei, sehr gut. Ah, nochmal. Au, getroffen. So, Sicht blockiert, Sicht blockiert. 4 Action Points. 4 Action Points. Ja. Hocke. Komm nicht zu mir, komm nicht zu nah. Kugel treffen einen Sporenträger. Oh, nein, das ist mir zu dicht. Das ist mir zu dicht, mein Freund. Acht Action Points. Danach kann sie nicht mehr schießen. Okay, wer kommt als nächstes dran? Na gut, wenn du schon so weit gelaufen bist, dann lauf ganz weit. Ich möchte also zumindest Vulture's Cry noch da rausholen. Mache ich auch. Mal einen Hinterhalt. Vulture's Cry. Du wirst nicht schießen können, wenn du läufst. Also lauf mal hierhin. Du kannst jetzt schießen. Und ich hoffe, ich bin weit genug weg. So, Feuer frei. Feuer frei! Okay, alles klar, nichts passiert. Nichts passiert. Sicht blockiert. Ja, so ein Mist. Verfehlt. So, du hast mich zweimal verfehlt. Jetzt bin ich dran. So, das machen wir jetzt, glaube ich, nicht. Ne? Wegen 4 Hits werden wir jetzt keinen Sniper-Schuss machen. Könntest sowas machen? Schrotflinte. Schrotflinte ist gut. Schrotflinte ist gut. Pam! Wow. 35, 2. Okay, 149 Erfahrung. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Freunde. So, Team. Bitte zusammenführen. Und bitte alle mal nachladen. Huh.
So, was haben wir hier? Walter's Cry, du gehst vor. By the way. Infiziertes Herz. Nimm alles. So, wieder Beine. Schön vorsichtig. Nicht, dass wir hier irgendwo, zum Beispiel wie da, irgendwelche explodierenden Geschichten haben. So. In diesem Hain wimmelt es von Sporenträgern, die ziellos, stöhnend umherwandern. Jedoch nimmst du im Zentrum des Hains ein metallenes und gläsernes Schimmern wahr. Okay, ich nehme noch nichts wahr. Was ist das hier? Eine metallene Sturmtür. Die aufzutreten würde viel Schmerz und wenig Fortschritt bringen, aber die ist doch schon auf. Die ist doch schon auf. Infiziertes Hirn. Hirn. Ich brauche Hirn. So, untersuchen. Achso. Herbizid. Okay. Energiewaffe. Ich habe niemanden mit Energiewaffen. So. AZ-Serum. Zum Benutzen rechts drücken. Entfernt Pilzinfektion. Wendet Belebung an. Heilt 5 Konpunkte. Entfernt akute Sporeninfektion. Nimm alles. Logbuch aktualisiert. Aber was? Highpool? Was wurde denn? Ach so. Überwacht den Funk. Wir haben das Serum gefunden, das Dr. Lawson hergestellt hat. Es kann genutzt werden, um die Seuche in anderen Gebieten, wo es ausgebrochen ist, zu bekämpfen. Wir müssen auf Funksprüche achten, um das Gebiet ausfindig zu machen. Okay. Na gut. Ranger, versammelt euch. So, das hier können wir noch nehmen. Ja, wir werden natürlich weiter auskundschaften hier das Ganze. Aber nicht mehr in dieser Folge. Ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zugucken und bis bald.